Da ist das Team Atlantis und der Andi wieder und ich hoffe, ihr hattet gestern Spaß gehabt mit dem Übung auf dem Stuhl und mit dem Rucksack. Und wir haben uns gedacht, Mensch, der Rucksack ist eigentlich eine gute Idee, den nehmen wir jetzt mal öfter mit ins Training rein, auch ins Lauftraining rein. Und heute machen wir ja Freeletics, eigenes Körpergewicht, aber trotzdem, wer möchte, kann mal probieren, das Level ein bisschen anzuheben mit dem Rucksack. Wir machen alle Übungen heute, 3 Durchgänge. Wir machen 30, 60, 90 Sekunden. Das bleibt dabei. Und ich werde die Übungsfolge jetzt einmal vormachen. Ich erkläre sie einmal kurz. Das ist zuerst der Hampelmann, dann kommt der Sit-Up, dann kommt die Kniebeuge. Da können wir es gut mit einsetzen. Dann kommt der Supermann. Dann machen wir so ein paar Sprünge, reaktive Sprünge, erkläre ich gleich, wie die funktionieren. Plank und Liegestütz bei den Übungen kann man auch mal den Rucksack mit einsetzen. So, ich fange mal an mit dem Hampelmann, ihr könnt selber entscheiden. Ich mache heute mal mit dem Hampelmann, mit dem Rucksack. Ja. So, kann man mich gut erkennen? Ich hoffe ja. Mein Mikro hier mal zumachen. So, ich hoffe, ich bin im Bild. Und jetzt geht das Ganze mit dem Rucksack los. Und da merke ich auch gleich, dass das schwieriger wird. Und das Ganze natürlich wieder, jawohl, 30, 60, 90 Sekunden. Jawohl, das war die erste Übung. Ein Durchgang. Immer 3 Durchgänge machen, aber jede Übung ist einmal. So, jetzt können wir den Sit-Up machen. Dann nehmen wir mal den Rucksack mit. Wir gehen runter und kommen wirklich nach oben, richten uns auf, jawohl, und nehmen ihn mit. Und wer kann, kann auch da hochgehen, jawohl. Und sehr gut. Dann haben wir ein schönes Trainingsgerät. Dann können wir nämlich die Gewichte hier variieren. 2, 3, 4, 5, für die Top-Leute 10 oder 15, jawohl, Kilo, kommt nach oben, jawohl, atmet aus. Und weg damit. Sehr gut. 3, 2. Und das ist die Übung. 30, 60, 90 Sekunden. Zwischen den Übungen machen wir keine Pause. Also einmal diese Wechselpause. Und jetzt kommt die Kniebeuge. Ich richte mal kurz meine Hose. So, passt auf. Seitlich. Und jetzt merkt man gleich, ihr könnt den Rucksack, jawohl, auch festhalten. Und das ist natürlich eine andere Belastung mit Gewicht auf dem Rücken. Weiß ich nicht, 2 Kilo, 3, 10, 15. Dann habt ihr natürlich, merkt ihr, wie ihr euch steigern könnt. Auch im Laufe des Trainings ist das eine tolle Sache. So, nächste Übung muss ich den Rucksack abmachen. Wäre mir sonst zu anstrengend. Wer will, kann den Rucksack auflassen. Für mich ist das zu anstrengend. So, legt euch hin. Ihr kennt diese Übung. So. Ihr geht jetzt nach oben, schaut, Ellbogen, Schulterhöhe, Daumen zeigt nach oben, Kopf, Halt, Wirbelsäule, immer in Verbindung der Brustwirbelsäule und ihr kommt nach oben. Das Ganze machen wir ohne Schwung zu holen, in beiden Bewegungsrichtungen, sowohl nach oben als auch nach unten. Wir trainieren hiermit Gesäß, untere Rückenmuskulatur. Sehr schön. Ausatmen, einatmen. Wichtig ist bei der Übung ohne Schwung nach oben und nach unten. Top. Nächste Übung. Sprünge. Ich mache die reaktiven Sprünge mal vor. Eine für mich der anstrengendsten Übungen überhaupt. Ich mache das seitlich vor. Passt auf. Ausgangsposition. Ich komme nach oben, lande auf meinen Fußballen. Man sagt auch in Fachkreisen Jumping Squats. Und jetzt kommt ihr hoch und 90 Grad runter. Jawohl, ich mache es von vorne vor. Tief und ausatmen. Jawohl. Und jetzt merken wir, hui, das wird anstrengend. 30, 60, 90. Jetzt, ich probiere es mal mit Rucksack. Runter in die Plank. Könnt ihr halten. Jetzt ist aber wichtig, wenn ihr den Rucksack nehmt, wenn nur die Profis, dann bitte, also nur Profis müsste ich den hier abmachen, ne? Bitte gerade bleiben, Spannung, Bauch, Schultern, Gesäß
Jawohl. Zieht den Bauchnabel Richtung Decke. Bleibt gerade. Halten. Jawohl. Gerade. Kein Hohlkreuz machen. Ganze Körper ist gespannt. Oberschenkel anspannen. Bauch, Gesäß, Schultern anspannen. Gerade bleiben. Sehr gut. Jetzt sehe ich mich selber nicht. Ich hoffe, dass ich das ordentlich vorgemacht habe. So, Plank. Jetzt machen wir nochmal die Liegestütze. Die machen wir heute alle machen die Liegestütze mit dem Gewicht, wieder Spannung halten, aber wir nehmen unsere Knie, bleiben auf dem Boden. Und jetzt gehen wir langsam runter und dynamisch nach oben. Ellbogen gehen 45 Grad vom Körper weg und wir gehen langsam runter, dynamisch hoch. Spannung im Bauch halten, Spannung im Rücken, atmet aus. Jawohl, und jetzt merken wir schon, dass das mit Gewicht, und ich habe gar nicht so viel drin, vielleicht 4 Kilo, ist das schon richtig anstrengend. So, diese Serie macht ihr dreimal, 30, 60 oder 90 Sekunden. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und der Rucksack ist, glaube ich, mein neues Lieblingsgerät dank Ralf Möller geworden. Wir sehen uns, Leute. Haut rein. Grüße, Andi und Atlantis.